Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch Videos hier auf dem Kanal gefallen und in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut auch auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung und lasst dort natürlich ein Follow da, um in Zukunft keine weiteren Streams mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir schauen uns auch direkt den Item-Shop an und dort haben wir heute zwei neue Skins tatsächlich drin. Einmal haben wir hier den Schlürfentine-Skin, sind natürlich aus der Schlürfreihe, logischerweise. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus, hier an den Seiten mit ein bisschen Nebel. Und dazu gibt es dann noch das blaue Herz-Backpack, ist im Prinzip auch einfach nur so eine Bubble aus dieser Schlürfmasse. Sieht auf jeden Fall, wie gesagt, ganz nice aus, sind eigentlich epische Skins im Prinzip. Dafür finde ich sie ein bisschen teuer, muss ich sagen. Als nächstes haben wir dann aber noch den Dr. Schlürfenstein. Auf jeden Fall schon mal ein nicer Name und sieht im Prinzip relativ ähnlich aus. Ist aber, finde ich, für einen 1500 V-Bucks Skin ein bisschen zu wenig dran. Aber die Backpacks sehen eigentlich ganz in Ordnung dazu aus. Dann haben wir noch die tropfende Axt dazu. Hier ist der Effekt auf jeden Fall ganz nice. Alles hier natürlich auch wieder mit dieser Schlürfmasse. Ja, voll. Sieht auf jeden Fall, wie gesagt, ganz in Ordnung aus. Als nächstes haben wir dann hier den Fluff-Skin. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr nicer Skin. Sieht nice aus, aber kann man eben halt nicht vernünftig mitspielen, weil der Skin einfach schon wieder so groß ist. Wenn man das mal vergleicht, hier normaler Skin ist ja immer nur so groß wie das Schild. Und der Skin ist gefühlt einfach doppelt so groß. Also wirklich vernünftig spielen kann man damit nicht. Dazu gibt es auf jeden Fall dann noch das fürstliche Zepter als Spitzhacke. Als nächstes haben wir dann noch den Rebell-Skin. Dort haben wir einmal drei verschiedene Ziele, den Standardziel, den Helmziel und dann den Ziel noch ohne Helm. Dann haben wir noch die Tarnglühne Lackierung, ist auch eine Neulackierung und tatsächlich auch eine reaktive Lackierung. Das heißt, hier blinkt es so ein bisschen auf, wenn man schießt. Sieht ganz in Ordnung aus, finde ich, gibt es ja bessere Lackierungen. Als nächstes haben wir dann noch den Elektro-Swing-Emote. Dann noch den ins schwarze Skin. Hier gibt es auch noch einen zweiten Stil, nämlich den Pixel-Art-Stil. Kann man ja aber leider immer nicht zeigen, wenn man den Skin selbst hat. Auf jeden Fall sieht der zweite Stil noch so aus. Dann haben wir als nächstes noch den Two-C-Slide-Emote. Wie immer natürlich ja, gemutet die Musik, weil sonst mein Video wahrscheinlich ganz entfernt werden würde. Manchmal wird es auch nur geclaimed. Aber ist ja immer besser, wenn man so ein Risiko nicht eingeht. Und hier ist eben halt irgendein Lied von Drake drunter. Dann haben wir noch als letztes den echt heißen Emote. Und ich glaube, der war seit 550 Tagen oder noch mehr noch nicht im Shop gewesen. Also tatsächlich eine sehr, sehr lange Zeit. Ist jetzt aber auch nichts allzu Besonderes. Und das war es dann auch schon mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.